Die Tochter, der Schwiegersohn und die drei Enkelkinder meines Cousins lagen über 30 Stunden lang in eisiger Kälte unter den Trümmern eines fünfstöckigen Hauses. Dann die Erleichterung über ihre Rettung und später die erschütternde Nachricht, das jüngste Kind überlebte es nicht. Sie wurde nur 4 Jahre alt. Das ist eines von unzähligen Schicksalen. Ganze Familien wurden ausgelöscht, ganze Stadtteile existieren nicht mehr. Und lassen Sie mich an dieser Stelle meinen allergrößten Respekt all jenen Hilfs- und Rettungskräften gegenüber ausdrücken, die aus Nordrhein-Westfalen schnell vor Ort waren und in den Trümmerfeldern ihr eigenes Wohlergehen riskierten, um Leben zu retten. Beeindruckend die enorme Spendenbereitschaft, beeindruckend auch die vielen helfenden Hände für Kleidersammlung, Nahrungsmittel, Medikamente, Decken oder Zelte. Ich finde, auf diese Menschlichkeit und auf unsere lebendige Zivilgesellschaft können wir stolz sein. Viele Menschen, die für die Opfer der Katastrophe da sein wollen, ihnen hier ein warmes Zuhause, familiäre Geborgenheit bieten wollen, sind inzwischen auch teilweise verzweifelt. Da die Visa-Erleichterungen, die auf der Bundesebene eingeführt worden sind, nur auf Familienmitglieder ersten und zweiten Grades beschränkt ist. Es kann nicht sein, dass etwa eine Tante ihren Neffen, der Eltern und Geschwister verloren und kein Dach mehr über den Kopf hat, nicht schnell und unbürokratisch zu sich holen darf. Es braucht jetzt eine Anpassung der Visa-Erleichterungen durch die Bundesinnenministerin. Es ist ein starkes Zeichen der 4 demokratischen Fraktionen, dass wir gemeinsam mit dem Antrag den Trauernden sagen: Ihr seid nicht allein, wir sehen euer Schicksal und stehen an eurer Seite. Heute, aber auch in Zukunft.